Daniel Seeler, Sepp Maier, mit denen war nicht der Verein. Ja, ich glaube, das ist recht schlecht. Mein Traum war einfach, die Rallye Monte Carlo zu gewinnen. Ich habe nie geträumt, dass ich Weltmeister wie oder Europameister werde. Und dieser erste Sieg, das ist sicherlich das, was mich für kurze Zeit in meinem Leben, ich war oft nicht sehr zufrieden, aber nach diesem Sieg habe ich das Gefühl gehabt, dass ich mein Lebensziel erreicht habe und habe mir dann vielleicht ein bisschen leichter getan im Leben. Der schlimmste Moment war im Prinzip, glaube ich, der Tod meines Bruders, der, nachdem ich ohne Vater dann aufgewachsen bin, war mein 11 Jahre älterer Bruder, war so mein Leitbild. Und dieser Unfall, natürlich Unfall damals im Auto, das war sicher der schlimmste Moment. Das Glück gehabt, dass ich die zwei besten Beifahrer auf der Welt gehabt habe, der Jochen Berger und den Christian Geisthöfer. Die zwei waren zu ihrer Zeit absolut die Top-Leute. Das hat man in jeder Beziehung festgestellt. Und bin auch sehr glücklich, dass ich das Glück gehabt habe. Jochen ist leider Gottes sehr früh gestorben. Mit Christian habe ich heute noch bestes Verhältnis. Ja, ich hab dann mal in der Zwischenzeit auch einen Beifahrer gehabt, den haben mir die Opel-Leute damals ins Auto gesetzt, nachdem der Jochen Berger aufgehört hat oder aufhören musste, weil sie eine Frau gesagt hat, mit dem narrischen fast nicht mehr. Und da haben wir für ein Dreivierteljahr einen anderen Beifahrer, und mit dem bin ich gar nicht zurechtgekommen. Weil der Beifahrer, der ist ja, der soll kein Geschäftspartner sein, das muss ein Freund sein. Du hockst auf engstem Raum 40 Stunden und da richtig das Geringste, wenn der alle 2 Minuten so macht, ich hätte den fürs Auto auswerfen können, das hat mich das aufgeregt. Und darum muss ich sagen, kann ich es erst richtig beurteilen, wie wichtig ein guter Beifahrer war. Das wird schwierig, die Antwort. Das Spektakulärste war sicherlich der Audi S1 mit 540 PS. Da gibt es keine Diskussion nicht. Und vom Wettbewerbsgedanken her und von den Straßenautos, die ich ja sehr viel entwickelt habe, ist zweifelsohne der Porsche Tourer das beste Auto, was es überhaupt gibt. Ja, im Prinzip, ja, das geht gar nicht. Das ist für mich, also ist der Smart zum Beispiel. Das war, ich kann mich erinnern, war ich mal beim Testen und hätte mir Beine überschlagen mit dem Auto, weil er Wellen in der Straße war. Da bin ich so auf dem rechten Vorderrad gefahren. Da kam ich zurück und die Ingenieure waren natürlich sehr interessiert. Und was sagst du dem Auto? Sag ich, das ist die größte Hitte, die ich in meinem Leben jemals gefahren habe. Aber wie gesagt, ein Stadtauto könnt ihr mir vorstellen, ist gut, aber ich brauche ein Stadtauto. Es gibt nur ein Stadtrad. Ich bin nicht sehr zufrieden und auch nicht sehr glücklich, aber das ist ein Fehler von meiner Wesensart her, wobei ich weiß, dass ich alle Gründe hätte, zufrieden zu sein. Ich bin, glaube ich, wenigstens gesund, ich habe Erfolg gehabt, aber trotzdem muss ich sagen, bin ich ein sehr anfälliger Mensch, der von Kleinigkeiten sich das Leben versauen lässt. Aktuell ist das gerade die Situation politisch, ich habe heute Nacht schon wieder nicht geschlafen, bin dauernd wach gewesen, weil mich das so beschäftigt. Gesund in Frieden leben können, das wäre toll.